Ihr Lieben, willkommen auf eurem Kanal Kraft der Seelen Tarot. Ich bin Cynthia und heute schauen wir mal auf die nächsten drei Monate, Oktober, November, Dezember, was die geistige Welt euch da an Informationen wissen lassen möchte und an Impulsen bereitstellt. Wenn das mit euch resoniert, dann macht es absolut Sinn, euch euren Aszendenten Mond, Venus noch mit anzuschauen. Playlist, die nächsten drei Monate, Oktober, November, Dezember, wird am Ende des Videos rechts oben eingeblendet. Und wer in die Videobeschreibung guckt, unter dem Video, der findet den Link zu persönlichen Legungen. Auch da sind Stand heute, 10.10. noch Termine frei. Und dann würde ich sagen, legen wir los. Wir bitten die geistige Welt um Informationen und Impulse für die Waagen für die nächsten drei Monate, Oktober, November und Dezember. Vielen Dank. 7 der Kelche auf dem Kopf, 6 der Stäbe, der Magier, König der Stäbe auf dem Kopf, 6 der Münzen, 9 der Stäbe, 6 der Kelche. Wir klären das Ganze gleich, schauen erstmal, aus welcher Situation kommt ihr. So, es mag sein, dass einige von euch sowas wie eine Erkenntnis hatten, wo Entscheidungen ja, sich zugezogen haben, getroffen worden sind. Auf jeden Fall gab es hier Klarheit. Einige von euch saßen hier eine ganze Weile irgendwie auf dem eigenen Gehirn und wussten nicht so weiter. Es gab hier aber tatsächlich entweder neue Angebote, mal mindestens einen Impuls, der euch diese Klarheit verschafft hat und euch weiter Richtung Zielerreichung quasi gebracht hat oder dabei ist zu bringen. Ihr wächst schlicht und ergreifend gerade über euch hinaus. Einige von euch verbinden sich auch mehr und mehr mit der spirituellen Welt, beschäftigen sich mit, wie geht manifestieren und gehen wirklich ins Gefühl, in die Entspannung. Es gibt hier auch Möglichkeiten auf Selbstständigkeiten. Gute Positionen werden hinter sich gelassen für die Selbstbefreiung, die Selbsterfüllung, will ich schon fast sagen. So, wie geht es jetzt weiter in den nächsten drei Monaten? Warum die 6 der Münzen? 8 der Stäbe, warum die 9 der Stäbe? 6 der Stäbe. Jetzt haben wir schon zweimal 6 der Stäbe. Warum die 6 der Kelche? Warum die 6 der Kelche? Na. 10 der Schwerter, okay. Meine Lieben, also hier gibt es Finanzangebote, Kredite werden genehmigt. Hier gibt es tolle neue Jobangebote. Hier gibt es für die Selbstständigen unter euch neue Möglichkeiten auf Vertragspartner, neue Kunden. Ihr richtet euch irgendwie komplett neu aus, habe ich hier so den Eindruck. Ja? Also hier geht es wirklich um, jetzt greife ich nach den Sternen, jetzt will ich Selbsterfüllung, jetzt will ich das Leben, was mir zusteht, was ich mir wünsche. Und ihr geht da komplett in diese Richtung. Und alles und jeder, der da versucht, irgendwie reinzukrätschen, den schließt ihr aus. Ich sehe hier vielleicht den ein oder anderen Neider, mal mindestens irgendwie jemanden, ich will jetzt nicht sagen, vor dem ihr euch rechtfertigen müsst, aber wo ihr schon auch mal ein klares Wort sprechen müsst, dass ihr es nicht mehr jedem recht macht, ja, sondern ihr jetzt euers gefunden habt oder dabei seid, das zu finden, das ins Leben zu bringen. Ihr müsst ein bisschen Acht geben, sage ich jetzt mal. Das kann auch ein Mensch aus der Vergangenheit sein, der euch entweder euren Erfolg, eure Freude nicht gönnt. Ich sehe hier, dass einige von euch sich eine größere Anschaffung leisten wollen. Da kann es sein, dass man euch das madig machen will. Es kann hier auch gut und gerne sein, dass hier ein Ex-Partner, eine Ex-Partnerin spürt,
Ja, mit der müsst ihr noch nicht mal Kontakt haben oder mit dem. Spürt einfach so dieses ansteigende Energielevel in euch und versucht euch das kaputt zu machen. Lasst das nicht zu. Ihr seid vorgewarnt und ihr habt alles, was ihr braucht, um euch dagegen zu wehren, sag ich jetzt mal. Am besten ist sowieso, ihr entzieht dieser Person komplett die Energie. So, wir fragen, was kommt da an Überraschung noch auf euch zu? Was seht ihr nicht kommen? Wenn es bis hierhin mit euch resoniert hat, lasst es mich wissen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert sehr gerne den Kanal. Dankeschön an alle, die das gemacht haben. Das hilft dem Kanal unglaublich und mich freut es jedes Mal, wenn ich sehe, es gibt einen neuen Abonnenten. Es gibt Daumen nach oben und viele tolle Kommentare. Dankeschön an der Stelle. Vier der Kelche. Angebote, die ihr prüfen müsst. Und die ihr auch prüfen werdet. Gerade wenn sich hier jemand aus der Vergangenheit meldet. Ne, das muss ja nicht irgendwie ein Ex oder eine Ex sein. Irgendwie habt ihr so ein Bauchgefühl, dass dieser Mensch euch vielleicht entweder was nicht gönnt, nicht ganz ehrlich ist, auf jeden Fall euch irgendwie lahmlegen will. Nehmt diesen Menschen nicht in euer Leben. Das ist ganz wichtig. Hört auf euer Bauchgefühl. Ja, hier ist... auch gerade mit dem Magier, ihr seid sehr verbunden, Intuition und so weiter und so fort. Hört da drauf, geht dem nach. Meine Lieben, schaut euch gerne euren Aszendenten noch an. Playlist wird oben rechts eingeblendet. Ich wünsche euch wundervolle 3 Monate. Alles, alles Liebe und bis ganz, ganz bald.